Danke, Gavin, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. So, dann mache ich jetzt mal weiter. Ja, das hat bestimmt wehgetan, oder? Ja, jetzt musste ich mir die Finger von meinem Onkel Frankie leihen. Okay, dann bin ich wohl dran. Ja, noch ein bisschen Leim rein, die Maske muss ja auch halten. Ah, und. Ja, das sieht gut aus. Aber die Augen müssen größer, ne? Geht hier auch ab. Aber warum hast du denn Leim in die Maske gemacht? Ja, damit die hält. Aber guck mal, mein Gesicht hier, das. Aber dafür gibt's doch Gummiband. Ja. Tja, dann bin ich ja wohl dran. Zauberhaft. Also, das war so. Fledermausflügel? Du darfst doch da keine Fledermausflügel reinmachen. Verhext und zugenäht. Okay, also Kevin und ich haben festgelegt, dass wir dieses Jahr die Halloween-Party zusammen machen. Ja. Ja, und dieses Jahr machen wir alles besser. Ja. Yay! Halloween-Party, was mache ich denn da? Ich hab's. Eine Maske. Okay, als erstes brauchen wir Kleister. Und für den Kleister natürlich Wasser. Ja, dann brauchen wir ganz wichtig natürlich Luftballons. Ja, die Luftballons müssen ja dann beklebt werden und da brauchen wir Zeitungspapier. Ja, und wenn das alles fertig getrocknet ist, dann Farbe. Ja, Farbe. Ja, so, jetzt können wir loslegen. Okay, beginnen wir als erstes mit dem Luftballon. Fertig! Jo, als erstes brauchen wir den Kleister. Ja. Habe ich hier das Wasser und die Gabel und dann wird das hier reingemacht. Ja, so schön umrühren, ja. So viel wie auf der Verpackung steht. Ja, was steht denn da? Ach so, ganze Flasche. Ach, miau, miau. Boah. Ja, und jetzt kommt der beste Teil. Ja, Zerstörung. So. Jetzt nehme ich den Luftballon, ja, ja, und jetzt, ja, ach, scheiß auf die Gabel, und immer schön Leim drauf, ja, so, da wären wir, guck mal, wie schön, ja, das muss jetzt aber erstmal trocknen, ja, gucken wir mal, was der Zombie macht. Hallo, heute große Äpfel. Ich brauche Unterlage, Messer und Apfel. So, jetzt Apfel schneiden. Auge, Auge, Nase und dann der Mund. Äpfel sind gesund. Ah,
ersten Kerzen bluten. Unterlage nicht vergessen, weil Kerzen machen Schmerzen. Nun, Kerze hat Aua. Jetzt, wir machen 3 Luftballons aufpusten und zusammenbinden und dann alle zusammenbinden. Ganz, ganz viele. Seht euch das an. Schön fertig. So, jetzt kommt der beste Teil. Noch den besten Teil. Die Farbe. Ja, guck mal hier, schön Blut. So, tada. Und das müssen wir jetzt trocknen lassen. Und da gucken wir jetzt weiter zur Hexe. Jetzt habe ich alles, was auf Kevins Liste stand. Hahaha. Die Getränke, die Schüssel, die Gummitiere, die Lebensmittelfarbe und die Frucht. Die Größe der Hexenschüssel sollte sich immer nach der Anzahl der Partygäste richten. Deswegen mache ich die Bowle in meinem Hexenkessel. Aber zunächst kümmern wir uns um die Früchte. Das ist ganz leicht. Ihr müsst nur ein bisschen auf eure Finger aufpassen. Zuerst muss die Schale ab. Dann wird geviertelt. Dann kommt der Mittelstrung raus. Und dann werden kleine Stückchen draus. Ach, warum mache ich mir überhaupt die Mühe? Als nächstes kommen die Säfte. Ich nehme hier für Orange und Mango Saft. Man kann aber auch Kirschsaft nehmen, das sieht dann aus wie Blut. Aber bei der Variante nehmen wir zusätzlich noch blaue Lebensmittelfarbe. Die beiden Säfte werden einfach miteinander gemischt. Als nächstes machen wir Crushed Eis mit der Holzhammermethode. Das Eis wird vorsichtig eingewickelt und dann mit dem Hammer mehrmals draufhauen. Finger aufpassen. Haha, schon haben wir schönes Crushed Eis. Das kommt jetzt hier in unsere Schüssel. Und jetzt wird alles kräftig durchgeschüttelt. Und jetzt kommt alles zusammen in die Schüssel. Als letztes kommen noch Gummiwürmer an den Rand, damit es richtig eklig aussieht. Und fertig ist die Bowle.
Ein Wunder, dass es nicht explodiert ist, ne, Hexe? mein Luftballon ist jetzt auch trocken. Die Farbe, guckt mal, wie schön, schön blutrot. Und jetzt wird es aufgestochen. Aha. Was machen wir denn mit dir? Ja. So. Und hier ein Mund. So. Und na, ja, ein Popeli. Ja, guck mal. So, und jetzt die Augen. Ja. Hoppala. Hat ja keiner gesehen. So, ja, schöne Augen. Ja, als nächstes brauchen wir Nadel und Faden, nur Faden, meine ich. So, und Löcher durch mit unserer Lieblingsschere. Und jetzt noch den Faden vermessen, denn mir wurde der Tipp gegeben, kein Leim in die Maske, sondern lieber einen Faden. Und Schnipp. Ja, so, guck mal. Jetzt kommt das hier durch. Da und hier. So. Ja, mal gucken. Tada!